Am vorletzten Spieltag der dritten Liga Ost kam es in der Dessau-Anhalt Arena zum Gipfeltreffen der beiden besten Rückrundenteams. Leipzig hatte im direkten Vergleich die Nase ein Stückchen vorn und hoffte darauf, den zweiten Saisonsieg gegen Dessau-Roßlau einzufahren. Beim DHV die Erwartungen groß, auch wenn es diesmal gegen den Dritten der Tabelle ging. Die erste Überraschung gab es vor dem Spiel. Chris Alischs rote Karte aus dem Spiel gegen Wittenberg brachte keine weitere Sperre mit sich, er also gegen Leipzig dabei. Den Auftakt machte, man möchte sagen, wie gewohnt, der beste Werfer auf Seiten des DHV, Robert Lux. Er sorgte mit seinen ersten drei Treffern dafür, dass die Hausherrin in Führung ging. Bei den Gästen verteilte sich die Verantwortung auf mehrere Schultern. Fritz, Eulitz und Wagner ließen den DHV nicht davonziehen. Keine fünf Minuten war das Spiel alt, als sich Leipzigs Abwehrchef Oliver Wendland bereits vom Parkett verabschieden musste. Bei einer Abwehraktion gegen Robert Lux verdrehte er sich das rechte, bereits ledierte Knie und konnte nicht weiterspielen. Ein Rückschlag für die Gäste, der die Mannschaft aus der Bahn warf. Nach dem 7:7 lief bei den Sachsen nichts mehr zusammen. Ganze 17 Minuten dauerte der Blackout, bei dem die Gäste nur ein einziges weiteres Tor erzielen konnten. 17 Minuten, in denen beim DHV bei weitem nicht alles klappte. Mit vielen unpräzisen Zuspielen machte sich die Sviridenko 7 das Leben schwer. Doch das, was vorne verdattelt wurde, machte ein Mann wieder gut. Andreas Sprecher, nicht umsonst als einer der besten Torhüter der Liga gefürchtet, trieb den LVB mit seinen Paraden in die Verzweiflung. Mit Sprecher im Rücken gelangen dem DHV dann doch 9 weitere Treffer und eine Pausenführung, die viele Zuschauer überraschte. 16:8 stand da auf der Anzeigentafel, 8 Tore Vorsprung gegen die beste Rückrundenmannschaft. Doch die Gäste gaben sich nicht auf. Ein Debakel wie gegen Magdeburg sollte es hier nicht noch einmal geben. Vor 2 Wochen gab es in eigener Halle ein 17:34. Mit aller Macht stemmten sich die Gäste gegen die drohende Niederlage. Dass die Mannschaft von Thorsten Lobert nicht umsonst auf dem dritten Tabellenplatz steht, wurde schnell deutlich. Zu schnell für die Spieler des DHV. Tor um Tor schmolz der Vorsprung, weil Dessau-Roßlaus Abwehr vor allem Wagner kaum in den Griff bekam und Patrick Ziebert im Tor immer häufiger parierte. 4 Treffer ohne Gegentor zwang DHV-Trainer Sviridenko beim 21:18 zur Auszeit. Leipzigs Kapitän, der Ex-Dessauer Max Berthold, wusste nur noch 2 Tore, dann ist hier alles möglich. Die Gäste nun teilweise übermotiviert, was vor allem Andreas Sprecher zu spüren bekam. 6 Minuten später war es dann soweit. Leipzigs Wagner markierte den Anschlusstreffer. Der LVB hatte einen aussichtslosen 8-Tore-Rückstand aufgeholt und wollte nun alles. Doch wie schon in Durchgang 1 hatte vor allem einer was dagegen. Wieder konnte sich der DHV auf Andreas Sprecher verlassen. Vorne machte Lux 2 Tore, doch am Freitag sollte das noch nicht reichen. Noch einmal schafften die Gäste den Anschlusstreffer. Ausgerechnet Max Berthold, der im ganzen Spiel bisher nur einmal getroffen hatte, machte das 25:26. 2 Minuten noch zu spielen, als sich Alisch durch die Abwehr tankt und diesen Strahl ablässt. Das Schiedsrichterduo Schwarz-Weiß entschied sofort auf Tor. Die Zeitlupe gibt Aufklärung, der Treffer regelkonform. 1,5 Minuten vor dem Ende, die Partie entschieden, der DHV gewinnt den Vergleich der besten Rückrundenmannschaft und überholt dabei den LVB Leipzig. Ja, wenn man dann so das Ergebnis sieht, 16:8 Rückstand, dann kann man sich am Ende nicht beschweren, wenn wir verlieren. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit waren wir absolut dran und haben drauf, das Spiel zu kippen. Das ist uns am Ende nicht gelungen, das ist ärgerlich und traurig. Aber ich denke, es war ein Spiel von beiden Mannschaften mit viel Effekt, mit viel Treib, mit viel auch Dynamik und am Ende sind wir leider nicht vor unseren Aufholjagden. Und ich weiß, was die Mannschaft kann und ich denke einfach, wir haben heute, sind wir auf eine Dessauer Mannschaft getroffen, die zu Hause sehr heimstark ist. Am Ende kann ich den Jungs von dem Einsatz her keinen Vorwurf machen. Wir hätten hier gerne einen Punkt mitgenommen, hätten wir auch verdient gehabt auf jeden Fall, aber nun war es am Ende leider eine Niederlage. Das Spiel war wahrscheinlich nie gut. Ausnahme erste Halbzeit, wir haben sehr gute erste Halbzeit gespielt, aber zweite war zu wenig Bewegung in Positionsangriff. Das war Standspiel. Ich habe versucht, das ein bisschen zu ändern, ein bisschen Leute zu animieren, dass die in Bewegung ohne Ball, mit Ball was machen. Aber wie gesagt, kurz davor gute Bilanz von Rückrunde zu ziehen, vor allem zu Hause, war, glaube ich, Druck ein bisschen zu hoch auf Jungs, aber wir haben versucht, das uns abzulehnen davon. Aber ja, am Ende zählt nur Sieg und gute Bilanz, wie ich schon gesagt habe. Wahrscheinlich haben einige wenige Spielanteile gekriegt, aber wie gesagt, die Entwicklung in der Mannschaft, schon im Zusammenhalt, ist enorm gut und ich glaube, die Mannschaft oder Team wird davon profitieren.
Fermans Uschins und Georgi Sviridenko war es der letzte Auftritt für den DHV in eigener Halle. Uschins bleibt in Dessau, wechselt bekanntermaßen nach Kühnau. Sviridenko geht zum VfL Gummersbach und trainiert dort die U23. Trotz oder gerade weil der enormen Entwicklung seiner Mannschaft hält sich die Trauer über den Abgang in Grenzen. Ja, traurig bin ich nicht ganz, weil das, was wir gezeigt haben bei unserer Entwicklung, macht mir schon, oder bin ich zufrieden damit, was ich geleistet habe. Und das überwiegt alles andere und dementsprechend verlasse ich mit guter Laune. Am kommenden Wochenende geht es für den DHV zum letzten Saisonspiel zur TG Münden. Am 8. Juni werden Sviridenko und Uschins mit einem Abschiedsspiel gegen eine DHV-DHV-All-Star-Mannschaft verabschiedet.